Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hunting Ground. In der letzten Folge durften wir in Erfahrung bringen, dass wir anscheinend jetzt momentan einen Gottesstein schmieden müssen, um weiterkommen zu können. Ein Rätsel, welches sich über das komplette Areal zieht. Aber um anfangen zu können, müssen wir schätzungsweise mal die Grundsubstanz finden. Und da bemühen wir uns jetzt natürlich ein bisschen. Okay, Fiona möchte da drunter. Nein, ich habe sie jetzt natürlich befehligt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das da machen kann. In der letzten Folge habe ich ja was angesprochen. Und ich hoffe, dass ich da jetzt noch die Zeit finde. Nicht, dass der Stein jetzt hier ist. Oh. Aha. Können wir jetzt vielleicht... Also sind wir jetzt vielleicht auf der anderen Seite? Ja, und zwar gibt es einen Kanal, der... Da sind Aurelius Belli wieder mal. Der hat anscheinend über 300, 400 Jahrhunderte gelebt. Das Abstruse bei dem ist ja, dass der irgendwie anscheinend aber auch 500 Grabsteine hat. Ja? Also, weiß nicht. Faked er seine Beerdigung oder was passiert da? Oder wie gesagt, vielleicht haben sie einfach die, ich wollte gerade sagen, die Nachgeburt. Also, den Nachfahren immer gleich genannt. Ja, Huey wieder mal extrem behindert. Und zwar gibt es da so einen Kanal, da gibt es so Leute, die kümmern sich um streunende Tiere. Also die suchen bewusst mit ihrem... Anders als Logan Paul. Logan Paul sucht im japanischen Wald nach Leichen. Und die suchen nach streunenden Tieren auf der Welt. So hat jeder seine Hobbys, sage ich mal. Und versuchen die streunenden Tiere halt... Also die arbeiten natürlich mit der Community zusammen, sprich wenn jemand aus der Community da irgendwo weiß, dass da ein Streuner ist und so, dann gehen die da hin und versuchen den Streuner einzufangen und dann wieder ins Leben zu integrieren. Also sie flicken ihn dann wieder und geben dem Tier dann eine Familie und so. Also ich muss gefühlt bei jedem Video irgendwie heulen, das ist echt traurig und auch rührend. Also da vielleicht mal vorbeischauen, wie gesagt, Kanal findet ihr bei meinen empfohlenen Kanälen. Also wenn ihr auf meinem Kanal seht, ihr wisst ja da unten rechts, da steht ja dann Gregor und Kadikarus und da seht ihr das dann. Echt rührend. Auf jeden Fall, bitte unterstützen. Ja, also wie ihr halt könnt, ne? Mit einem Abo und so halt. Wenn ihr denen natürlich irgendwie was spenden könnt, dann wäre das auch natürlich ziemlich toll, aber dann würde ich mich im Nachhinein so fragen, wieso habt ihr mir nichts gespendet? Null. Ich meine, ich habe ja in gewisser Weise auch einen Streuner, um den ich mich kümmern muss. Hier. Oh shit, da ist er. Der Huey, der muss ja auch mal ein paar Lektionen lernen, anscheinend. Ja, in gewisser Weise ist es ja eigentlich auch ein Streuner. Also ja, es ist irgendwo... Es ist ja so der Witz. Es war irgendwo am Anfang realistisch, weil man ihn ja gefunden hat. Aber ich dachte, wir wären mittlerweile gute Freunde. Normalerweise, wie gesagt, funktioniert das alles besser, aber naja, bla bla bla, ich wiederhole mich, es tut mir leid. Das passiert halt so, wenn sich Probleme wiederholen. Ja, wir sind jetzt hier, das ergibt nicht so wirklich viel Sinn. Theoretisch, ich wusste gar nicht, dass man so weit zurückgehen kann. Also ich meine, klar, wir haben da jetzt, da war dieses Tor, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das von uns verlangt wird. Ich müsste halt... Ich kann hier nicht meine Objekte anschauen, ne? So, ich müsste halt irgendwo... Ach so. Oh. Wo habe ich die denn jetzt eingesammelt? Ach, im Garten wahrscheinlich gerade, ne? Da habe ich nicht aufgepasst. Okay, gut. Ja, wir haben sie schon. Okay. Ja, das war wahrscheinlich im Garten. Okay, gut. Das heißt, wir müssen jetzt diesen Kackstein machen. Das kotzt mich an. Ich habe null Bock drauf. Ich habe wirklich null Bock drauf. Und eigentlich, mein erster Impuls ist es, direkt nachzuschauen. Aber nein, das ist jetzt ein Rätsel. Ich werde mich diesem Rätsel stellen. Bitte hasst mich nicht, wenn es nicht sofort klappt. Dankeschön. So. Ich glaube, das erste war... Naja, wir müssen uns eigentlich im Grunde nur... Ach, ich laufe wieder überall hin und nicht dahin, wo ich soll, ha? Huh? Wir müssen uns im Grunde ja nur an das halten, was die Dinger sagen. Schätzungsweise. Wo ging's denn jetzt? Ach da, ja klar. Ja, weil...
der Zaun, das Gitter jetzt aufwärts. Er ist ja jetzt auch weg. Kippen holen oder so. Wieso bellst du? Lag da wieder was? Interessiert mich nicht. Komm mit. Oder lass es. Ich könnte ja jetzt eiskalt das Tor zumachen. Was machst du dann, Huey? Ha? Was machst du dann? Hast du Pech gehabt? Ja. Ich glaube, das primäre Problem wird auch nicht das Schmieden jenes Objektes sein, sondern eher das Finden der alchemistischen Maschinen. Könnte ich mir vorstellen. Also es ist nicht schwierig, eine zu finden, aber es ist natürlich schwierig, die in der richtigen Reihenfolge zu finden. Aber naja. Notfalls mache ich mir ein paar Notizen. Mittlerweile ist es übrigens fast 13 Uhr, falls es jemand interessiert. Es ist natürlich immer noch der 11. Januar, nicht der 10., wie das Spiel das möchte. Wie das Spiel das gern hätte. Hier wäre eine Maschine, aber... Die Uhr muss was mit der Strahlen der Pracht des geiligen Pleiten durch dieses Tribunal. Gehe weiter zum nächsten Schritt des großen Prozesses. Vegetosynthese ist... Ach so. Ich wollte gerade sagen, wir können es ja hier spaßeshalber reinwerfen. Aber nein, 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 nein. Wenn wir das tun, ist es ja kaputt. Und dann müssen wir wieder ein spezielles Ding finden, welches die Schäden dann wieder heile macht. Also du kannst nicht random das irgendwie reinfeuern. Ich glaube, wenn ich ihn finde, weiß ich, was der richtige ist. Aber das Finden halt. Irgendwo gab es eine Maschine, die ganz plump gesagt hat, hier fängt alles an. Irgendwo. Aber ich glaube, momentan bewege ich mich nicht momentan eher in diese... zu dieser Maschine, die das alles resortet. Ich glaube... ja. Das Zusammenfügen von Tinger ist eine Aufgabe, die jeder nahe ausführen könnte. Der wahre Weise strebt danach, die Kunst der Umwandlung zu meistern. Die tiefe... Weiß ist die Farbe der Narren, niemals Ruhm hinter... Ich mach's jetzt einfach mal. Aber ja, umwandeln... hat wohl nicht geklappt. Vielleicht sollte ich einen anderen Gegenstand probieren. Huch. Was? Was zum Fick? Vor allem, wieso ist er gerade die Decke runtergefallen? Er ist ja auch aus der Maschine gekommen. Als könnte es fest und flüssig sein. Ja, die Frage ist, ist es jetzt kaputt? Es war auf jeden Fall nicht richtig, ja? Also... klick doch an, wieso machst du eine komische Kurve? Ich schreibe jetzt einfach mal den Umwandler auf. Und dann mache ich... schreibe ich hinter den Dingern Zahlen hin und dann weiß ich ja die Reihenfolge. Also der Umwandler war es schon mal nicht. Ja, ich habe mich halt im Allgemeinen gefreut, dass ich überhaupt eine Maschinerie gefunden habe. Deswegen wollte ich es mal versuchen. Oh, du bist ja auch wieder da, Mensch. Mensch, 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 Mensch. Weiß ich, war hier drüben auch eine? Oh, wat? Dankeschön. Ja, hier ist auch eine. Vielleicht war hier der Anfang. Manipulation. Liefere die Prima Materie an den Extraktor und der Weg zum Gottesstein und alle seine Rechenschaften wird
bekannt werden zum Extraktor. Extraktor. Schreibe ich jetzt mal die 1 hin. Also, wir suchen. Und dann muss ich mir noch den Zersetzer aufschreiben. Weil wir den ja jetzt auch gefunden haben, genau. Auf halbem Weg den heiligen Pfad hinunter, kehre zu diesem Ort zurück. Auf halbem Weg. Jetzt müsste man wissen, wie viel es waren. Waren es 4 oder 6? Wenn das Ergebnis deines Wissens in Asche zerfällt. Auf halbem Weg der heiligen Pfad hinunter, kehre zu diesem Ort zurück. Nee, wenn es zur Asche zerfällt. Der Mensch ist ein Tier. Ja. Wir machen alle Fehler, genau. Manche machen aber zu viele. Und vor allem Fehler, die nicht nachvollziehbar sind. Was war das? Der Extraktor. Okay, suchen wir den Extraktor. Hat das was mit dem Traktor zu tun? Soll ich vielleicht mal draußen suchen? Auf der Weide? Gibt's hier einen? Ach, hier ist echt eine Frau. Wahrscheinlich würde man sie... Sieht man sie wieder nicht wegen dem scheiß Emu-Bug. Emulator. Was passiert das... Lieber Gott, wenn ich jetzt erwischt werde, ich bin sicher, sie werden mich umbringen. Was war das erste? Kein Glück. Das ist genug, ich kann das nicht mehr sehen. Ah, ich wollte den ersten Text haben. Na gut, dann nicht. Wer ist der Extraktor? Moment, laufe ich gerade im Kreis? Ich glaube, ich laufe im Kreis. Lul. Lul, Extraktor. Stimmt, ja, hier war da auch ein bisschen was. Und ich glaube, hier fängt's an, ne? Ja, okay. Ja. Sind wir wieder hier. Ja, das war ja der... Umwandler, schätzungsweise? Also das ist auch falsch. War da nicht was auf der zweiten Etage? Die Frage ist, wie komme ich da hin? Wie bin ich da hingekommen? Wahrscheinlich sind es 4, ha? Huh? Vier Stück. Lass mal hier lang gehen. Nee, das ist ja... Oh, ja, klar. Da bei Danielas Abschnitt war auch einer. Genau. Der müsste ja dann... Oh Gott, ich habe keine Ausdauer mehr. Links oder so sein. Frage ist, gibt es einen kürzeren Weg oder ist das schon der einzig wahre hier, oder? Nee, oder? Ja, warte. Ja, doch. Es ist aber ziemlich weit. Aber ja, das müsste ja dann der Extraktor sein. Was sollte es sonst sein? Okay. Rechts. Oh Gott, Fiona, komm schon, Bin ja schon fast geneigt, dir was zu geben. Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Bin ich da doch dann wieder da, ne? Naja, das ist wieder der dritte Weg von dreien, den ich nicht finde. Da, wo es die Treppen hochging. Das war R. Für den guten Meth. Also muss es ja schätzungsweise irgendwo hier sein. Ja, genau da. Alter. Nee, bin ich ja... Oh mein Gott, wie schlecht. Puh. Orientierung.
wieder doch zurückgehen. Nach rechts vielleicht. Das war dieser Raum mit dem Puzzle da. Genau hier. Ah, gut. Wahrscheinlich bin ich schon 500 Mal dran vorbeigelaufen. Ach, fuck, das ist ja der Synthesizer. Ja, aber ich würde sagen, es gibt vier. Synthe. So. Durch Trennung des Halbstückes aus Platin wird. Ja, okay. Also. Extraktor und dann. Die anderen beiden. Okay, Moment. Nein. Das ist nicht. Doch nicht der Ort, den ich meinte. Das heißt. Der Extraktor ist immer noch da, wo ich jetzt gerne sein wollen würde. Gut, dann laufe ich mal nach unten. Und hoffe, dass das... Aber, oh, jetzt bin ich wieder da. Es ist immer so unangenehm, hier lang zu laufen. Wegen dem Spiegel. Hier, oder? Nee, die Tür war ja bei Daniela zu, also dürfte ich da nicht lang gehen, aber es muss doch... Es war in Danielas Abschnitt. Fuck. Ah nee, du knurrst wahrscheinlich diesen Typen da an. Ich finde wirklich, es ist wieder so klar, ich finde alles nur nicht das, was ich brauche. Er strebte nach Liebe, doch alles, was er fand, war Hass, Leid und die Sinnlosigkeit. Das ist jetzt bestimmt wieder... Ja, oder? Nee, genau, da wollte ich jetzt hin. Dann, das muss hier dann sein. Definitiv. Aber, ach so, ich bin ja nicht weitergelaufen. Da meinte ich doch so, Lul, das ist falsch. Aber, ja, der Ort führt mich doch zu dieser Bibliothek, oder nicht? Ja, Gott, ich will doch dahin, wo... Ne, wo wir... Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Wir haben doch den Film da geguckt und dann haben wir da gesehen, dass die da so Dinger gedreht haben. Genau da will ich hin. Aber ich find's jetzt nicht mehr. Mann, ey, ich hasse mich. Naja, wenigstens werden wir nicht verfolgt, ha? Ich meine, klar, ich könnte jetzt wieder zurückgehen, aber... War das wirklich so weit hinten? Wahrscheinlich, ja. Das ist ja das, was ich gerade bewusst nicht tue. Vielleicht sollte ich es jetzt mal machen. Nochmal ganz nach hinten gehen. Dann wahrscheinlich festzustellen, dass das halt richtig war. Überziehe ich eigentlich? Nein, aber ich habe natürlich nur eine Minute. Ah, komm. Können wir das bitte in dieser einen Minute noch finden? Das wäre echt toll. Oder in zwei Minuten, dreien vielleicht. Aber wo soll ich denn jetzt hier weiterlaufen? Wieso knurrst du? Gibt es hier noch Lumineszenten? Das kann nicht richtig sein. Ey, da gehe ich nicht hin. Ich könnte hier mal kurz vom Wasser naschen. Oh.
Es stimmt niemals. Niemals. Niemals ist das der richtige Weg. Ja, und hier ist auch eine Station. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das ist heute mit Let's Play Hunting Ground. In der nächsten Folge suchen wir mal weiter. Ich könnte jetzt nachgucken, aber jetzt habe ich schon so viel Zeit, verdammt. Da will ich es dann auch aus eigener Kraft schaffen. Das ist so dumm. Ich bin wieder überall gewesen, nur nicht da, wo ich hin muss. Ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Aber naja. Oder irre ich mich da gerade und... Bei dem Rätsel war gar kein... Ja, ich meine, irgendwo muss doch jetzt dieser verkackte Extraktor sein. Ich habe jetzt schon im Grunde alle drei anderen gesehen. Lächerlich. Naja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.